Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Catzone 2 hier auf meinem Kanal. Ich bin Onkel Poppy und wir machen heute mal ein bisschen was anderes, weil wir müssen nämlich noch warten, während da hinten nämlich die ganze Autocrafting-Geschichte da am Ackern ist. Wie blöd, habe ich, ich glaube, über 3000 Goldblöcke, sag ich schon, Eisenblöcke gnadenlos verschwendet. Ich hab's ja, ist ja egal. Und zwar habe ich das Ding umgebaut, hier ans ME-System, hab's ein bisschen automatisieren lassen, so dass es hier reingeht. Wir waren schon bei, ich glaube, 3500 oder so, die habe ich alle manuell per Hand reinlesen lassen. Ja, ein bisschen scheiße gelaufen, würde ich sagen. Ich wüsste jetzt keinen anderen Weg, als über den Hopper zu gehen, weil ich habe das Ding direkt hier angeschlossen, hat da nicht gefressen. Egal, wo ich es gemacht habe, ging nicht. Ich weiß nicht, warum. Wahrscheinlich bin ich auch mal zu dusselig dazu. Habe jetzt die Goldblöcke, die ich hier habe, in eine Kiste packen lassen, über einen Trichter hier rein. Kann ich den? Nee, kann ich nicht. Kann ich den Trichter nicht auch irgendwie modifizieren, dass er schneller geht? Dass da mehr durchgeht? Ohne Witz. Ich weiß es nicht. Aber der nimmt trotzdem hier immer nur einen an, ne? Also es liegt ja an diesem Neutronium-Kompressor. Der nimmt, gibt einfach nicht mehr oder lässt einfach nicht mehr zu. Schade auch. Ich hätte es mir echt gewünscht. Ernsthaft. Wirklich ernsthaft. Okay, pass auf. Dann machen wir jetzt in dieser Folge einfach mal weiter. In der Zwischenzeit können wir da die nächsten Goldblöcke schon craften lassen, damit wir das hier in Ruhe weitermachen können. Also die Singularitäten, das dauert wohl tatsächlich noch ein bisschen, bis ich das fertig habe. Weil ich muss dann erstmal abwägen, muss erstmal gucken, wie viel Goldblöcke mir im Endeffekt dann noch fehlen. Also wenn es wirklich 3500 waren, okay, das ist nicht weiter wild, können wir ja locker nachmachen, nachcraften lassen. So, pass auf, dann habe ich mir jetzt überlegt, dann gehen wir jetzt in dieser Folge, gehen wir in dieser Folge ins Deep Dark. Jetzt geht's los. Einmal ins Deep Dark. Oh cool, ich habe sogar schon die Stahl. Ach ja, stimmt, das habe ich mal bekommen, ne? Das heißt, wir bräuchten jetzt noch so einen Demon-Ingot. Ach du Scheiße, wie kriegen wir den hin? Legends tell of ancient creatures from before the dawn of humans, whose bodies were deformed by heavens. Okay, ich lese gerade so ein bisschen komisch. Muss sein. Aber wie kriegen wir das hin? They infused the bones of their dead with dark energy. Weiter. And with construct of living flame. But the most powerful creations were lava worlds, where they would throw special metals, hoping that their tribute would be der toll. Richtig geil. Ich steig da nicht durch. muss man ganz klar sagen. Demon Ingot. Warte, ich frage mal Freund Google. Kennst du Google? So, Minekraft. Minekraft. So, pass auf, Minekraft. Und dann heißt es hier weiter, Projekt Ozon Light. Man muss ja wirklich immer nach diesem scheiß Projekt gucken, was man da auch wirklich hat, damit man auch das richtige Rezept nachher bekommt. Und dann heißt das ganze Ding, was? Demon Ingot. Demon Ingot. Ist schon ein Suchbegriff. schon fix vergeben. Okay, und wie funktioniert das ganze Zeug? Demon Ingot, Block of Demon Metal. Was ist aber Demon Metal? Heavy Metal. Wow. So. Demon Metal is created by throwing gold into a lava well. Aloy, mehr ist das nicht? Wie geil. Musst du Gold nur ins Lava-Ding reinschmeißen. Das heißt, wir brauchen am besten zur Stimmung Nita Bricks. Warte, machen wir Nita Bricks. 1, 2, 3, 4. So, haben wir Nita Bricks. Da brauchen wir Lava. Lava. So, und dann brauchen wir Gold. 4 Stück, ne? Mindestens 4. 4. Komm, wir machen, pass mal auf, wir sind ganz verrückt. Wir haben es ja, ne? So, pass auf, dann gehen wir, wo gehen wir denn hin damit? Wo gehen wir denn hin damit? Wo machen wir denn? Wo? Pass auf, wir gehen. Dass die sich hier alle den Arsch verbrennen, Alter. Klack. Klack.
klack und klack. Und dann machen wir zack. So, und wenn wir jetzt... Alter, hast du gesehen? Wow. Okay, kann man das auch ein ganzes Deck da reinschmeißen? Voll die Explosion. Alles klar, das war's schon. Und damit haben wir nämlich jetzt ganz cool, ganz locker, ganz easy, ganz easy, ganz easy. Ich mach das gerne hier unten, ne? Merkst du schon? Ich gehe gerne hier unten runter und mach, um dann, um dann mit dem Wireless Crafting Pad zu machen. Richtig geil, oder? Ich finde das so geil. So, pass auf. Dann können wir, zack, das nehme ich rein. Wir könnten theoretisch gesehen jetzt ganz viele Portale bauen. Aber das machen wir nicht. Underdark. Underdark. Okay, haben wir. Aber da geht es nicht weiter, ne? Okay, alles klar. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch gucken, wie wir das da unten schön fopp, präsentieren können. So, pass mal auf. Wir bauen. Ich würde das ja auch gerne so wie da präsentieren, so. Warte mal. Warte. Hier. Da rein. Rin. Fump. So. Und dann würde ich das, glaube ich, gerne mit irgendwelchen schwarzen Steinen machen. Gibt es da nicht irgendwas Schönes? Black. Man sieht so gar nichts, ne? Black Wall. Jawohl, Black Wall. Hardened Clay. Okay. Wäre auch doof. Black Carpet. Meh. Konkret. Na, das ist doch konkret. Anti-Block. Auch nicht schlecht. Also ich würde es ja schon wirklich gerne schwarz haben. Wollen wir da nicht Kohle für nehmen? Aber da habe ich Angst, dass wir das Portal verpassen und so. Oder Witz, ist wirklich so. Warte mal. Kohle. Haben wir ja eigentlich so ein bisschen was von, ne? Wenn wir jetzt sagen, wir machen da mal so 1000 Blöcke von. No crafting CPU available. Warum? Wahrscheinlich, weil sie alle am Gange sind, ne? Zack. Haben wir noch alles zu tun? Ja, alles klar. Okay, warte, dann machen wir das anders. Dann gehen wir jetzt da einfach schon mal rein. Brauchen dafür aber Torches. Torches. Und ich packe mir ein. Oh lol. Ich habe eine Laterne. Ich habe eine Laterne. Wie geil ist das denn? Ach, das waren. Ah, das waren Reward. So, pass auf, dann machen wir Stone. Stone. Warte mal, können wir auch Cobblestone nehmen, ne? Cobblestone. Haben wir ein paar von. Für den Fall, dass wir da was bauen müssen. Und das werden wir auf jeden Fall müssen. So, pass auf, dann gehen wir da mal rein. Ave Maria. Und weg. Und jetzt geht's ins Deep Dark. Das Deep Dark ist eine Höhle, wo es einfach nur dunkel ist. Und das Schlimme ist... Ah, lol. Hier ist schon was gebaut? Aber nicht von mir, oder? War ich das jetzt? War ich das etwa? Ganz ehrlich, war... Also hier ist einfach nur alles finster im Deep Dark. Und das Problem ist halt, wenn du... Ist haben wir es hell genug. Wenn du im Deep Dark nicht aufpasst, vor lauter Dunkelheit im Endeffekt, dann läufst du Gefahr, dass dich die Dunkelheit auffrisst. Und das ist halt das, was gefährlich ist. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Okay, wir sind auf Höhe 170. Also eigentlich meine ich... Alles cool. Ich würde jetzt nur mal sehen, ob wir hier irgendwie rauskommen. So, hier siehst du schon, hier wird es richtig finster, ne? Das heißt, alles, was so richtig finster ist, da müssen wir aufpassen. Wie gesagt, das tut einem richtig weh. Jetzt ist die Frage, müssen wir runtergehen vielleicht? Ich meine, ich habe jetzt hier das große Los. Da guckt er, wie schwarz das ist. Ich habe jetzt das große Los, dass wir hier wirklich
mit einer Rüstung drin sind, die ja vieles erstmal abhalten kann, ne? Aber es gibt halt auch Leute, die gehen hier mit, oh lol, mit normaler Rüstung rein. Wo sind wir hier jetzt? Voll die Stimme am Versagen, ne? Die gehen ja mit normaler Rüstung rein und verrecken dann elendig. Lol, kommen wir gar nicht raus. Warum nicht? Okay. Also ich hätte es ja schon gerne mal gewusst. Hier kommst du nicht weiter, ey, ohne Witz. Verdammt. Hallo, ich würde gerne mal raus. Oder muss ich nach oben? Nee, aber eigentlich nicht. Theoretisch gesehen hätte ich echt nur geradeaus gemusst, ne? Von der Höhe her zumindest. Gibt kein Licht. Hier gibt's echt kein Licht, alter Schwede, ey. Also selbst mit der Laterne in der Hand ist es scheiße. Das Problem ist halt auch, warum? Ist das Deep Dark wirklich nur noch Stein? Nee. Normalerweise kannst du hier richtig farmen in der normalen Welt. Also kriegst du hier richtig Metalle raus, Erze, hast hier andere Burgen und Schlösser und so weiter. Die Frage ist halt wirklich nur, warum? Also man sieht jetzt auf der Karte, wie ich hier gebaut habe, ne? Das siehst du. Und da siehst du auch nur schwarz drumherum. Nichts anderes. Aber die Frage ist halt, warum komme ich nicht in diese riesengroßen Höhle? Also normalerweise hast du hier so eine richtig fette Höhle, wo du richtig krass Ressourcen herbekommst. Die Frage ist halt echt, warum habe ich das hier nicht? Das ist mir zu hoch. Wir sind bei 178. Aber runter auf 0 muss da auch nicht, oder? Weil ich bin echt der Meinung, wir sind bei 138. Ich bin echt der Meinung, wir müssen doch immer irgendwann rauskommen. Oder geht das wirklich so weit runter? Ich kann mir auch gerne täuschen. Ist wirklich so. Ich kann mir auch gerne täuschen. Es kann wirklich sein, dass das wirklich so weit runter geht. Es geht runter. Guck da. Guck, 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 guck. Okay, also. Da haben wir es. Das ist das große Deep Dark. Das Thema ist halt nur, man müsste jetzt wirklich nicht hier, sondern wirklich da oben, wo man das Deep Dark wirklich hat. Ne? Also sprich hier. Eigentlich sind wir noch zu weit weg. Hä? Das hat mich... Nein. Nee, doch. Ich glaube, das machen wir hier auch. Aber wir machen noch einen zweiten runter. Das heißt, den ersten, da schmeißen wir... Kriegen wir Wasser hier? Warte mal. Warte. Das erste nehmen wir wirklich, wo wir einfach Wasser haben. Und zwar aus dem einfachen Grund, das Wasser, siehst du, in 20 Jahren noch. Quatsch, das wollte ich da rein haben. Und zwar, wenn wir jetzt sagen, wir nehmen hier. Oh. Zack. So, hier haben wir noch die Fackeln. Oh, lol. Siehst du, da hast du schon die ersten Ressourcen. Ist voll gut. So, und du kannst jetzt gleich runterknallen.
Na komm. Genau, und dann siehst du, dass da unten schon Wasser ist. Und da leuchtet's? Nein. Okay, ich mache hier nur noch mal ganz kurz Höheneingang. Das Schöne ist nämlich, wenn du jetzt hier vergessen würdest, die Fackel zu machen, dann kriegst du ratzfatz Schaden. Und da unten sind schon die ganzen Kreaturen. Das Thema ist... Wie geil. Das Thema ist... ich kenne das nicht, das ist voll gut. Eigentlich müssten die Fackeln jetzt aus sein, das wäre noch geiler. Ach, deswegen leuchtet auch da unten, weil da unten die Fackeln sind. Aloy. So, das Thema ist nämlich jetzt, mein Vorteil ist, ich kann hier fliegen. Es gab, oder der andere Punkt ist, dass die Leute, die eben nicht fliegen können, hier die Arschkarte jetzt hätten. Soll ich nur mal ganz kurz runter? Warte mal, irgendwo waren doch hier irgendwelche Viecher, ne? die sind hier etwas uncooler als in der Oberwelt. Muss man ja auch sagen, ne? Also hier unten drin ist es ein bisschen heftiger. Gerade was jetzt die... Gerade was die Creeper betrifft. Die haben ein bisschen mehr Saft. Muss man sagen. Also ich habe jetzt das große Los, habe ich ja schon gesagt, dass ich hier die Draconic... dass ich die Draconic-Rüstung habe. Damit komme ich relativ gut klar. Die... Alles, was da drunter ist, ist eigentlich scheiße. muss man ganz klar sagen. So, wir haben das Deep Dark, haben wir schon mal gesehen zumindest. Jetzt müsste ich nur noch mal gucken, dass wir da unten irgendwie ein schönes Theme hinbauen, dass das Portal auch richtig cool aussieht. Wir haben ja schon mal, so weit war ich jetzt schon mal, 18,1%. Ich glaube, bei 22% war ich gewesen. Ich lasse mich überraschen und hoffe, dass das eigentlich relativ schnell geht. Danke euch fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst mir eine Bewertung da, gerne einen Daumen nach oben, würde mir weiterhelfen, wäre Support, Support ist kein Mod, kostet auch nichts weiter, einfach nur einen Knopfdruck unten, bitte. Und ja, lasst ein Abo da, dann verpasst ihr keine Folge und wir sehen uns dann morgen wieder zum nächsten Part von Minecraft Catzone 2. Bis dann, tschüss.